Evidentes Quantum, das ist ja nochmal wieder was Neues, was da auf uns zukommt. Verschiedene Firmen haben ja diese Mono-EDOF-Linsen, also Linsen, die quasi als monofokale Linsen noch gelten, aber doch schon gerade im Intermediärbereich für die Patienten nochmal einen Vorteil bringen. Und so perspektivisch muss ich sagen, kann ich mir vorstellen, dass wir in Zukunft doch zunehmend von den reinen monofokalen Linsen wegkommen werden und zunehmend eben in diese Bereiche mit Linsen gehen, die dann doch noch einen ganz kleinen Zusatznutzen für die Patienten in dem wichtigen Intermediärbereich haben. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Andreas Borkenstein. Ich möchte Ihnen etwas zu Lentis Quantum aus Sicht der Praxis, also aus der Praxis für die Praxis noch präsentieren. Neuer Standard in der Basisversorgung. Es tut mir leid, dass die Präsentation auf diese Art und Weise erfolgen muss. Ganz akut hatte ich jetzt vor 2 Tagen eine Lebensmittelvergiftung und bin nach wie vor nicht in der Lage, 5 oder 6 Stunden im Auto zu sitzen und bitte um Entschuldigung. Nichtsdestotrotz ein sehr interessantes Thema, wie ich meine, und Sie hatten oder haben ja in diesem Lunch-Symposium hochkarätig von Universitätskliniken auch Präsentationen, und diese Präsentation hier soll also eher aus der Praxis für die Praxis quasi evaluieren, ob die Lentis Quantum quasi eine Möglichkeit ist, dass man eine neue Standardlinse in der Basisversorgung ist. Was ist denn Basisversorgung? Was meine ich damit? Wenn man sich ansieht, zum Beispiel bei Market Scope, wird ja jedes Jahr das wieder aufs Neue evaluiert, vom letzten Jahr. Es gibt also 34 Millionen Katarakt-OPs weltweit, und 90% nach wie vor werden monofokale Linsen implantiert, also nur 10% Premium-Linsen. Dann ist das eigentlich sehr wenig. Natürlich ist der finanzielle Aspekt in vielen Gegenden auf der Welt ein wichtiger Faktor, warum das so ist, aber auch sehr oft ist es nur so, dass die Anforderungen, die wir als Chirurgen haben, nicht zu dem passen, was die Linse einem versprechen kann, quasi. Was sind das für Anforderungen? Wir wollen höchste optische Qualität, wir wollen natürlich beste Refraktionsergebnisse, wir wollen eine dauerhafte optische Klarheit, wir wollen ein möglichst einfaches und sicheres Handling im OP mit einem guten Workflow, wir wollen dann nach der Operation eine stabile Positionierung und Sitz im Kapselsack, möglichst geringe Nachstarrate und natürlich ganz wichtig, gerade auch wenn man in der Praxis arbeitet und die Patienten dann auch Jahrzehnte nachher noch betreuen möchte, eine dauerhafte Patientenzufriedenheit. Die Definitionen teilweise von Linsen, die auf den Markt kommen und die von Firmen verwendet werden, sind bisschen irreführend. Wie Sie wissen, neben monofokal und multifokal in den letzten Jahren die Begriffe EDOF und auch dann Enhanced Monofokal und Monofokal Plus. Bin mir sicher, da wurde jetzt auch schon in diesem Symposium viel drüber berichtet. Hier nur ganz kurz. An sich wichtig, gerade wenn man in der Praxis arbeitet und in einer Privatklinik operiert und es um viele Premium-Linsen auch geht, die Aufklärung vor der Operation, also sprich das Ansprechen der unerwünschten Nebenwirkungen, vor allem natürlich die Dysphotopsien sind hier gemeint. Hallo, Glare, Starburst, geringere Kontrastempfindlichkeit oder das erhöhte Blendungsempfinden. Es ist also quasi immer so ein bisschen Gratwanderung, die richtige Balance zu finden. Einerseits natürlich die Vorteile, die Brillenfreiheit, aber auch die Nachteile zu evaluieren und zu entscheiden, ob im individuellen Fall die Linse dann auch sinnvoll ist. Deshalb ist für uns und für mich immer wichtig, über Entfernungsbereiche zu sprechen, weil das natürlich immer ein Thema ist, das nicht jeder Patient, nicht jede Patientin oder jeder Laie da so genau drüber Bescheid weiß oder sich da Gedanken drüber gemacht hat. Und meiner Meinung nach ein Schlüssel zum Erfolg ist, dass also zwischen Arzt und Patient Dinge wie Arbeit, Hobbys, Lebensstil genau angesprochen werden und dann auch die Entfernungsbereiche, um die es hauptsächlich geht, damit man die optimale Lösung dafür bekommt. Ferne ist klar, über 100 cm, Nähe auch 40, aber Intermediär ist schon nicht mehr so klar, wie es ja in letzter Zeit auch gerade
gesehen wurde, dass da Firmen auch unterschiedliche Angaben machen, für welche Distanz die Linse eigentlich gemacht ist. Hier jetzt bei uns werden Sie dann sehen, geht es also einerseits um die klassischen 60 cm und andererseits um die 80 cm, was aber auch viel Unterschied machen kann für Leute mit verschiedenen Hobbys und Lebensstilen. Deshalb fragen wir immer neben den typischen Aktivitäten auch die atypischen Aktivitäten ab, müssen uns also Zeit nehmen für Dinge, die also nicht so gleich in Anamnese kommuniziert werden. Natürlich war der Wandel der Zeit auch ein entscheidender Faktor, warum sich da vieles geändert hat. Wenn man denkt, wie es vor 15 oder 20 Jahren war mit Telefonen und wie jetzt und was man alles schon an mobilen Geräten rund um sich hat und in welchen Bedingungen. Als dann die EDOFs auf den Markt kamen vor einigen Jahren, wie Sie wissen, gab es dann auch mal diese AO-Konsensus-Statements. Meiner Meinung nach recht faszinierend ist, dass es zwar schon Kriterien gibt zur Performance von den EDOF-Linsen, die sind auch klar formuliert, aber keine Kriterien oder Richtlinien zu visuellen Beeinträchtigungen oder Nebeneffekten da formuliert sind. Und wenn man sich Studien ansieht, ist es auch sehr selten so, dass die dann auch anhand von den Konsensus-Statements beispielsweise EDOF-Linsen direkt mit dem monofokalen Pendant vergleichen oder verglichen haben. Und natürlich auch die Fallzahl ist dann teilweise sehr, sehr gering. Das heißt, da tut man schwer, wenn man eine neue Linse testen möchte selber und auf Literaturrecherche geht und eigentlich gar nicht so viel vorhanden ist. Was soll denn eine EDOF überhaupt können? Natürlich einen guten Fernvisus, vergleichbar mit einer monofokalen Linse, eine verbesserte Tiefenschärfe, also Intermediärvisus, teilweise Brillenunabhängigkeit in den Arbeitsdistanzen und natürlich möglichst keine oder nur sehr geringe Rate an Dysfotopsien und deshalb vor allem keine Probleme bei Autofahrten, bei Dämmerung und nachts. Und die Hauptfrage, die wir uns also gestellt haben, wäre so eine Enhanced Monofokale Linse auch für eine Praxis, für eine Privatklinik eine sichere Bank, um also quasi die Vorteile, aber ohne zusätzliche Risiken zu erreichen. Oder anders formuliert wäre so eine Linse quasi eine neue Standardlinse und könnte auch sich für die Basis eignen. Wie Sie wissen, Teleon Surgical bietet hier sehr viel an. Hier nur mal dargestellt die Plattenhaptiklinsen, die Hydrophilen, wo wir natürlich die M-Plus-Familie kennen, die gut und alt bewährt, seit vielen Jahren gute Ergebnisse geliefert hatten, die ich auch sehr gerne eingesetzt habe. Dann die Comfort, die typische EDOF-Linse könnte man sagen, die MF15, wo wir also eher so auf 60 cm Intermediärvisus gezielt haben. Dann die asphärische monofokale Linse, die Lentis, die auch sehr bekannt ist und gut für einen Fernvisus natürlich geeignet ist. Und jetzt eben die Lentis Quantum, eine Enhanced monofokale Linse, wo wir also im Vergleich zur MF15 eher auf 80 cm zielen. Es ist eine sehr große Auswahl, auch natürlich, wenn man die ganzen Firmen jetzt durchsieht, an Linsen derzeit vorhanden. Gibt da die Möglichkeit, das einzuteilen in die sogenannten echten oder True EDOF-Linsen und die Enhanced Monofokal-Linsen. Auch hier bin ich mir sicher, dass das teilweise jetzt schon parallel von anderen Rednern gemacht wurde, deshalb nicht zu viel Einzelheiten hier. Auch die Möglichkeit, das einzuteilen in Gruppen, dass man sich ein bisschen besser auskennt. Meiner Meinung nach als Chirurg sehr wichtig, dass man einen guten Überblick hat, weil man nur dann auch die richtige Linse auswählen kann, wenn man alle kennt und vor allem die optischen Prinzipien. Also hier die Kategorien nur überblicksmäßig. Wir wollen dann natürlich hauptsächlich die Lentis Quantum sehen, deshalb die anderen Gruppen jetzt nicht erklärt. Also die Gruppe der Hybrid-Multifokal-refraktiven EDOF-Linsen, das wäre also jetzt auch die Lentis Quantum hier anzusiedeln. Rotationsasymmetrische refraktive Linse mit zwei Foci für zwei definierte Korrektionszonen, also für Fern- und Nahsicht. Und der EDOF-Effekt wird also durch einen fließenden Übergang zwischen den Zonen erreicht, was also die Effektivität im Nahbereich erhöht. Und
Das Besondere eben, dass also aufgrund der Optik auch für Pupillen über 3 mm das sehr gut geeignet ist, was natürlich wichtig ist, gerade wenn das Durchschnittsalter bei der Operation niedriger wird, also auch jüngere Menschen operiert werden. Im Sinne von refraktiven Eingriffen ist das natürlich ein wichtiges Thema. Hier quasi das Datenblatt der Quantum oder L333. Sie kennen die Linse, es wurde sicher auch jetzt schon im Rahmen des Lunch-Symposiums hier mehrfach eingegangen. Vielleicht erwähnenswert auf IOL-Con auch schon alles aktualisiert eingetragen. Diese Möglichkeit hier über Professor Langenbucher, seine Plattform ist wirklich sehr, sehr gut und sehr zu empfehlen, dass man immer Gewissheit hat, auch wirklich die richtigen Daten zu verwenden. Q-Zone-Technologie, also das könnte man sagen, das grundlegende Prinzip der Quantum ist also, einen einzigen verlängerten Brennpunkt zu erzeugen, um so die Tiefenschärfe zu erhöhen. Und dabei wird eine neigungsabhängige Q-Typ-Asphärizität, also für ein Leistungsprofil verwendet, das also quasi neutral ist und keine sphärische Aberration aufweist. Und es soll also so ein stufenloser, weicher Übergang erzeugt werden und damit möglichst keine Dysphoten entstehen. Wie gesagt, früher bei der Konsensus-Statement-Analyse, wichtig ist eigentlich immer, dass die Enhanced monofokale Linse zum monofokalen Pendant verglichen wird. Das wäre in dem Fall die 313. Gleiches Design, gleiche Gesamtabmessungen, gleiches Material, aber eben monofokal asphärisch. Und das dann als erstes möchte ich Ihnen unsere Laborstudien ein bisschen näher bringen. Ich habe hier mit einem Kollegen aus Ulm seit einigen Jahren ein Kooperationsprojekt, wo wir also versuchen, vor allem auch mit der Hauptintention aus der Praxis für die Praxis, neue und interessante Linsendesigns zu evaluieren und dann eben objektiv darzustellen. Meiner Meinung nach gibt es nach wie vor keine Linse, die alles kann und deshalb quasi eine beste Linse, sondern es gibt Linsen mit verschiedenen Vor- und Nachteilen. Und da ist es für den High-Volume-Chirurgen natürlich umso wichtiger, alle zu kennen und dann auch die Vor- und Nachteile richtig einteilen zu können, dass er eben im individuellen Fall die richtige nimmt. Und das ist das Ziel dieses Kooperationsprojektes. Und da haben wir eben auch die Telion-Linsen und eben die Quantum jetzt in den letzten Monaten evaluiert. Einerseits Wellenfrontmessungen, um zu schauen, ob das auch das ist, was eben vom Marketing vorgegeben wird. Und andererseits mit dem Optispheric Pro 2 gemeinsam mit der Firma Trioptics eben evaluiert mit verschiedenen Aperturen, also Blendendurchmessern und zentriert, dezentriert und tiltet, wie die Linse sich verhält. Geht es hier um Qualitätskriterien bei optischen Abbildungen. Da ist immer die Modulationstransferfunktion, die MTF, wichtig, die also quasi das Kontrastempfinden oder Kontrastempfindlichkeit beschreibt und die Strehl- oder Strehlverhältnis, was eben ein Maß für die Abbildungsqualität eines optischen Systems ist. Man könnte sagen, eine perfekte Linse hätte einen SR-Wert von 1 und je kleiner der dann wird, desto schlechter ist die optische Qualität. Und dann halt, um photopische und mesopische Pupillenbedingungen zu simulieren, jeweils verschiedene Aperturgrößen, meistens mit 3 und 4,5 mm. Warum macht man das oder wozu? Das Vertrauen ist natürlich gut, wenn durch Marketing und durch Broschüren Firmen ihre Linsen mit Superlativen anpreisen, aber Kontrolle ist besser. Und deshalb war eigentlich das die Hauptintention, dass man neben den genauso wichtigen klinischen Daten, Fallserien und multizentrischen Studien auch im Kleinen quasi objektiv sowas an der optischen Bank. Gehen wir gleich hinein. Also an der linken Seite immer in Rot dargestellt ist eben die Quantum, die L333, immer im Vergleich mit der 313, mit dem monofokalen Pendant. Und auf der rechten Seite dann nur so ein bisschen als Gegenüberstellung, quasi typisches Verhalten einer sphärischen und einer asphärischen monofokalen Linse, damit man das vergleichen kann. Was man hier schon sieht, ist, dass es also keinen signifikanten Unterschied zwischen der 313 und 333 gibt bei zentrierter Positionierung und kleiner Apertur.
Auch wenn die Apertur groß wird, bei 4,5 mm zentriert, kein Unterschied. Hier sieht man aber deutlich rechts im Bild, dass es natürlich bei asphärischen Linsen, wenn die Linse zentriert ist, einen deutlichen Vorteil gibt gegenüber der sphärischen. Und dass vor allem die sphärische monofokale Linse sogar schon schlechter abschneidet als die enhanced monofokale Linse hier auf der linken Seite. Bei Dezentrierung wird dann deutlich, dass die asphärische Linse rechts in Grau dargestellt deutlich an Qualität abnimmt. Die MTF wird niedriger im Vergleich zur sphärischen. Das ist immer das Hauptproblem, weil wir ja wissen, dass Dezentrierung auch bei einer sehr gut durchgeführten Operation komplikationslos trotzdem postoperativ auftreten kann und gar nicht selten ist. Und hier sieht man also auch, dass die 333 sich sehr gut verhält, nach wie vor eigentlich keinen Nachteil. Wenn wir also das beschreiben, können wir sagen, eine quasi Decentration Fearless könnte man hier beschreiben. Bei Tilted eigentlich genauso. Man sieht, dass die rote und die schwarze Kurve quasi sich decken. Also kein Unterschied zwischen der monofokalen und der enhanced monofokalen Linse. Und auch hier wieder zu sehen, dass also die hier genau die Zusammenfassung, dass also die Ergebnisse unabhängig von der Aperturgröße sehr gut waren. Deshalb für uns zum Beispiel klinisch schon eine wichtige Information, dass wir es auch bei jüngeren Patienten oder bei Patienten mit weiter Pupille eine Linse haben, die hervorragend geeignet ist, ohne ein großes Risiko einzugehen. Dass also bei Verkippung und Dezentrierung ein recht unerschrockenes, vergebendes Verhalten besteht, was man immer berücksichtigen muss, nicht nur bei posttraumatischen Augen, sondern auch bei ganz normalen PEX-Augen oder bei Phimosen oder aber auch bei großen Kapselsäcken, bei myopen Augen kann das ja mal passieren. Und da hat man dann trotzdem eine Gewissheit, wenn man vorher weiß, dass das eigentlich gar nicht so schlimm reagiert. Die Overall-Ergebnisse waren auch sehr gut und eben man könnte sagen, dass die Zielrefraktion auch vergebend ist. Also man hat eine recht große Landezone und aufgrund des Optikdesigns bei der 333 auch mit verschiedenen anderen Techniken wie Blended Vision, Mono Vision oder unilaterale Implantation, also quasi Mix and Match mit der EDOF MF15 oder mit richtigen multifokalen MF30 gut kombiniert werden könnte. Wellenfront haben wir auch dargestellt im Vergleich zur Monofokalen. Die Daten werden gerade auch publiziert. Hier nur ein Überblick, also dass das vom Wellenfront-Messung her auch dem entspricht, was vom Marketing vorliegt. Natürlich ist Theorie nicht gleich Praxis, also quasi optische Bank versus Operationssaal. Die Laborstudien sind natürlich wichtig, aber klinische Fallserien und multizentrische Studien sind genauso wichtig. Am Ende des Tages zählt immer Patientenzufriedenheit, aber auch die Zufriedenheit des Operateurs. Und deshalb, also hier ein paar Berichte noch aus der Praxis. Es soll nochmal deutlich dargestellt werden, wir sind eben nicht wie einige unserer Vorredner hier im Lunch-Symposium eine High-End-Universitätsklinik, sondern wir wollen hier aus der Praxis für die Praxis nochmal darstellen, wie die Linse im täglichen Alltag quasi als Standardlinse für eine neue Art der Basisversorgung angeboten werden könnte, um die Patientenzufriedenheit auch zu erhöhen. Da ist natürlich wichtig die Handhabung auch im OB, da ist auch der Injektor wichtig. Wie Sie wissen, wird der Medicel Viscocheck 2,2 Injektor verwendet. Wir verwenden 2,2 bis 2,4 mm Clear Cornea Incision Größen. Natürlich ist es immer abhängig, wie man das Ganze ins Auge implantiert, ob wound assisted oder into the wound oder into the back. Welche Faktoren sind da entscheidend? Natürlich der Sicherheitsaspekt, das heißt nicht nur die eigentliche Implantation, sondern auch die Präparation. Was muss man vorher tun? Oder die OB-Schwester, ist die Möglichkeit da, dass man Kratzer verursacht, Iatrogen oder sogar Keime draufbringt, also quasi Prophylaxe von Endophthalmitis, also immer der Frage preloaded versus non-preloaded und der ganze OA-Workflow, also wie lange dauert das Ganze. Dann die Verlässlichkeit natürlich beim Unfolding, das gibt einen gewissen Sicherheitsaspekt auch für vielleicht Operateure, die die Linse dann nicht täglich verwenden. Und natürlich der Zeitfaktor trotzdem auch immer mit Faktor.
sind nur sehr wenige Schritte hier notwendig. Wie Sie wissen, auch das wurde sicher schon besprochen. Wichtig hier in Rot dargestellt, diese Markierung beachten, dass sie nicht vertreten sind. Wir wollen die ersten 30 Fälle auch beschreiben. Wir haben also konsekutiv die ersten 30 einmal zusammengefasst. Nichts Aufregendes, 74,6 war das Durchschnittsalter von der EOL Power 22,2. Alles so Durchschnitt. Und hier mal gemessen die Zeit des eigentlichen Unfoldings und der Injektion und der Gesamtzeit. Und da sieht man schon, also, dass das Unfolding sehr kurz ist, kurz und schmerzlos. Und dass die gesamte Delivery Time mit 13,8 im Durchschnitt auch sehr schnell ist. Ich hänge das von mehreren Faktoren ab, unter anderem nicht nur vom Injektor, sondern natürlich auch vom Viskoelastikum, von der Temperatur und natürlich auch von der Haptik. Und da kann man schon sagen, dass natürlich eine Plattenhaptik da in Bezug auf Overriding oder Sticking, Handshake-Phänomen, da natürlich sehr verlässlich ist. Also kein einziger Fall trat da auf. Auch von der Positionierung her konnten wir 24 Fälle von 30 right into the back machen und nur in 6 Fällen wurde ein Spatel oder dann das IA-Handstück verwendet, um die Trailing-Haptik noch ein bisschen hineinzudrücken, quasi von der Vorderkammer in den Kapselsack, was aber auch kein Problem ist und durchschnittlich so 1 oder 2 Sekunden dauert. Aber es wurde halt hier nochmal gesondert dargestellt. Das heißt eigentlich ein sehr sicheres, schnelles und verlässliches und vor allem reproduzierbares Verhalten. Auch bei schwierigeren Fällen wie Mal-Jugendringen, Irishäkchen oder Floppy Iris keine Probleme bisher. Und deshalb hier exemplarisch zwei ganz interessante Fälle noch für Sie. Zuerst eine Dame, 78 Jahre alt, die beruflich zuerst Universitätsstudentin für Biologie war, nun Rentnerin ist und einen sehr guten allgemeinen internistischen Eindruck machte. Nach wie vor sehr gebildet, intellektuell fit, sehr viel liest, deshalb auch recht viel schon vorab sich informiert hatte über verschiedene Intraokularlinsen. Ihre Hobbys interessant, also Gartenarbeit, Blumenpflanzen, aber auch Skypen mit dem Enkel, der in den USA studiert. Und besonders betont hatte sie auch, dass sie 3 oder 4 Mal in der Woche mit dem Fahrrad fahren muss. Und das war natürlich alles ein Thema bei der Wahl der Linse. Sie wollte also eine sehr gute Fernsicht mit guter optischer Qualität, weil sie meinte, das Farbenspiel im Frühling im Garten sei ja besonders wichtig. Natürlich auch Autofahren und Fahrradfahren bei Dämmerung. Und sie hatte besonders Angst wegen der Dysphotopsien, weil sie eine Freundin oder Bekannte hatte, die kurz vorher, 1, 2 Jahre vorher operiert wurde mit einer Multifokallinse und dort wirklich angab, Beschwerden zu haben mit den Dysphotopsien. Und wie man schon sieht aus diesem Fall, also so diese 70, 80 Zentimeter sind hier ein wichtiger Bereich für diese Patientin, aber auch eben die Ferne und die Farben und Kontraste. Hier sehen wir die präoperativen Daten, also eine Hyperopie mit leichten Astigmatismus. Aber auf dem anderen Auge Hyperhoop, Operation gestaltete sich komplikationslos, wie Sie sehen, auch das Implantieren der Linse, smooth und wie man es gewohnt ist von dem Injektor und der Linse, also eigentlich ohne Besonderheiten. Auch am anderen Auge keine Besonderheiten. Und postoperativ dann 4 Wochen später sehr erfreuliche refraktive Ergebnisse. Mit uncorrected 0,9 in Dezimal und mit ganz leichter Korrektur dann 1,0. Bisschen trockene Augen hatte sie noch. Das wurde dann sogar noch später besser, dass auch der SC-Wert teilweise auf 1,0 partiell anstieg mit Sika-Therapie und Benetzungstropfen. Was aber erfreulich ist, 80 cm unkorrigiert 0,6 und binokular 0,8. Und das war eigentlich das, was die Patientin wollte und sie auch hat also hier wunderbar funktioniert. Ein weiterer Fall, noch kurz dargestellt, ganz anders gelagert. Hier reduzierter Gesundheitszustand, leider auch Nebendiagnosen beim Auge mit trockener AMD, sehr viele Drusen, geografische Atrophie. Das Skotom allerdings recht begrenzt und eher klein und Gott sei Dank in der Geschichte zuvor auch noch keine Ödeme. Und keine Blutungen, also bisher immer trocken. Das Besondere aber nicht Auge betreffend, sondern systemisch
auch HNO-OPs hinter sich, Schwindelanfälle, auch Hörapparat in Verwendung. Und da war das Problem, dass eigentlich die Brillengestelle und Bügel immer Beschwerden hervorriefen und deshalb nicht getragen wurden. Es gab wohl auch mehr als 4 Brillen für diverse Distanzen und insgesamt eben sehr unzufrieden und hilflos. Und da war eben also die Hauptfrage, eine gewisse Brillenunabhängigkeit zu erreichen im Alltag, vor allem im Haushalt, also gar nicht so sehr im Freien, sondern eher in der Wohnung. Und da eben auch so zwischen 70 und 100 Zentimeter eine Erleichterung. Also auf keinen Fall irgendwie kosmetisch oder refraktiv im Sinne von brillenfrei zu sein, sondern eher aufgrund der Schwindelanfälle und der verschiedenen Brillen und des Verlierens der Brillen hier die Frage. Eine typische Multifokallinse wäre hier meiner Meinung nach kontraindiziert, hätte ich also in der Vergangenheit hier eigentlich nicht gemacht, weil man ja doch nicht weiß, wie die Makula dann auch in den Folgemonaten und Jahren reagiert, was da noch kommt. Bei der Lentis Quantum aber natürlich wäre das eine interessante Alternative und das wurde dann auch besprochen. Den Patienten hier sehen Sie noch einmal prä- und postoperativ OCD-Befunde und auch die Operation, wie Sie schon sehen können, wurde die Lentis Quantum implantiert und 2 Monate später sehr erfreulich auch wieder die Refraktionswerte, also bezüglich Zielrefraktion hat alles funktioniert, auch die unkorrigierten und bestkorrigierten Visuswerte in Dezimal sehr erfreulich und vor allem die Patientenzufriedenheit, weil nun im Haushalt wirklich vieles ohne Brille möglich war, wie Kochen, Essen, Aufräumen, Morgenhygiene, Schminken, die Wäsche sortieren, das Hundefutter zubereiten. Also ein gewisser Wohlfühlfaktor. Die Möglichkeit mit der Lesebrille hier noch zu verbessern besteht natürlich weiterhin. Da ist nur mein Tipp nicht zu stark, sondern eher zuerst eher schwach anpassen. Man kann sagen, die Neuroadaptation könnte man die ersten 3 Monate schon noch abwarten und dann nochmal mit der Brille Feintuning betreiben, ob man dann noch was machen kann. Natürlich ist bei diesen Sehtests prä- und postoperativ dabei ein gewisses Kondom und eine leichte exzentrische Kopfhaltung, wenn man monokular das bestimmt, binokular aber für die Patienten dann auch nicht mehr so feststellbar. Es überwiegt also die Freude der Brillenfreiheit und der Aufhellung, des Aufhellungseffektes durch die Entfernung der getrübten Linse und daher auch ein voller Erfolg. Wenn man jetzt die ersten 30 Fälle auswertet, wiederum kann man sagen, ja, Fernvisus ist vergleichbar zur monofokalen Linse. Bisher kein Fall von Dysphotopsien. Intermediärvisus sehr erfreulich, auch auf diese 80 Zentimeter. Und zusätzliche Lesebrillen für den Nahbereich sind möglich. Bitte zuerst schwach und dann erst stärker anpassen von meiner Sicht aus. Und eine hohe Patientenzufriedenheit, aber auch eine hohe Zufriedenheit der Chirurgen und der Schwestern. Andere Studien gibt es, dazu aber dann wurde sicher schon berichtet. Hier nur noch mal kurz. Wir können also sagen, die Versprechen haben sich erfüllt. Marketing versus Real World. Wir konnten das mit Laborstudien und klinischen Fällen für uns auch beweisen. Und deshalb kann man also sagen, Vorteile gibt es für die Patienten, aber auch für die Chirurgen, wenn man einfach kein Risiko eingeht. Es ist also eine gute Option in der Premium-Versorgung, aber auch in der Versorgung. Und deshalb ja. Wir verwenden die Quantum als eine quasi neue Standardlinse in der Basisversorgung. Wir glauben, den richtigen Schritt gemacht zu haben, weil wir uns nicht auf Werbeinserate verlassen haben, sondern das selber mit Laborstudien und klinischen Ergebnissen auch dokumentieren konnten. Die Patientenzufriedenheit war und ist von Beginn an sehr hoch. Man kann also quasi die Quality of Life zusätzlich erhöhen durch die Quantum und quasi im Vergleich zu einer monofokalen Linse noch einiges herausholen. Multifokallinsen haben trotzdem ihre Berechtigung und sind weiterhin natürlich auch gute Linsen, aber natürlich muss man auch sagen, die anfängliche Euphorie durch Multifokallinsen wurde durch immer wieder auftretende, zwar wenige, aber doch vorhandene Patienten mit Dysphotopsien ein bisschen getrübt in den letzten Jahren. Und da ist es nicht verwunderlich, dass also die Premiumlinsen nur 10% insgesamt am Markt ausmachen. Meiner Meinung nach wird sich das schlagartig verändern durch Linsen wie die Quantum, die hier also wirklich Vorteile zeigen und eigentlich keine Risiken bieten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und nochmals entschuldigen Sie für die Art des Vortrages, dass ich nicht live dabei sein konnte. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Kongress und alles Gute. Auf Wiederhören.